So, herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt mal die Tastatur hinter die Kamera gepackt, hinter das Mikrofon gepackt, in der Hoffnung, dass da das Tastenklick nicht so laut ist. Weil das natürlich bei einer mechanischen Tastatur doch schon ganz schön beachtlich ist. So, wir mal hier. So, genau. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Vollbild. Let's go. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen lauter, ne, weil das Mikrofon ja an meinem Sprachorgan ist. Manche würden sagen Fresse. So, wir brauchen Zäune. Und zwar nicht gerade wenige. Wobei die Frage ist, wie viele brauchen wir? Egal, wir bauen erstmal ein paar. Wobei wir haben auch noch ein paar. Oder auch nicht. Aber wir haben noch ein Tor. Wow. Das können wir auch gebrauchen. Ah, ne, ist ein Zaun. Wow. Gut, wir brauchen also definitiv noch mehr. Eichenholz, noch mehr Eichenholz und ganz viel Eichenholz und Stöcker. Rekombinieren konnte man die ja nicht, ne? Ach, wie ich diese Feature vermisse. Ist schon wieder dunkel? Lol. Weg da. Was? Ist doch schon dunkel. Also, wird doch schon dunkel. Da ist die Sonne. Geh runter, los, ich hau dich. So. Los, geh doch. Perfekt. Du zu, du zu. Und wir gehen mal raus und gucken mal, wie wir hier die Felder am dümmsten hinbauen. Weil wir haben jetzt natürlich hier eine Schräge und wir haben natürlich hier auch durchs Wasser eine Schräge. Das heißt, so schön quadratisch, wie ich es gerne anordne, geht es hier natürlich nicht. Also müssen wir natürlich gucken, wie groß wir die einzelnen Felder machen und wie groß die gesamte Fläche denn. Also, wie wir die Felder denn anordnen hier am dümmsten. Vor allen Dingen, weil wir eine Wasserstraße bauen wollen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich kacke auf alles und ziehe einfach mal so Wasserstreifen rein. Und darunter ist natürlich Zuckersand, der ist sehr geil. Oder Kies, noch geiler. Soll es aber gar nicht stören, ich meine, ist halt so. Ist das hier eine Kiesfläche? Von daher. Ne? Draußen burnte Motorräder. Siehst du, wie laut ist jetzt eigentlich die Tastatur? Wenn ich jetzt so mache. Naja, ein bisschen leiser ist es schon, aber jetzt so viel hat es jetzt auch nicht gebracht. Ah, super. So, wie breit? Ich würde hier sagen, wir machen Dreierbreite. 1, 2, 3. Dann 1 frei und dann wieder Dreierbreite und dann kommt hier das Wasser. So ungefähr, ne? So, wir können wir hier locker bis hier so gehen. Ja. Hier müssen wir natürlich jetzt gucken mit dem Zaun hier. Das ist natürlich nicht so geil. Vielleicht sollten wir die Dinger doch eins nach hinten schieben. Dass wir hier auch noch eine Lücke haben. Aber das macht sowieso Sinn, weil die haben hier noch so ein. Ja, okay, komm, Kacke. Dann die ganzen Dinger doch nochmal eins verrücken hier. Ich habe noch Kies mitgenommen. Was ist denn hier los? Warte. Hä? Was ist denn das? Habe ich jetzt hier. Ja, ich habe einmal Feuerstein abgebaut. Och, leckt mich doch, Leute. Was ist denn los mit eurer Weltansicht?
Wisst ihr was? Danke. Ist sowieso kacke, dass hier so zweimal. Ach komm. Hör damit. Da wirst du bekloppt, wirst du da. So. Bam, 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 bam. So. Und jetzt rein da. Perfekt. Und hier siehst du, hier, das nutzen wir ja eh nicht mehr. Das sehen wir nie wieder. Wieder. So, perfekt. So, ja, bis hierhin würde ich auch sagen, macht Sinn. Und dann müssen wir das Ding hier auch nochmal verschieben. Und zwar hier so. So. Ist es hier eigentlich? Nee, hier ist noch falsch. Da muss noch da einer hin und da einer hin. Bäh. Diese Schafe, die mir so direkt ins Ohr bleiben. Da kriegst du ja Paranoia. So. Okay, jetzt brauchen wir den Wassereimer. Haben wir den noch dabei? Nee, den habe ich wieder bereits zurückgepackt. Ich könnte doch mal unser Inventar ein bisschen entkleiden. So, das heißt, du kommst weg, du kommst. Ach, ja, klar, wir haben ja gerade das ganze Terraforming gemacht. Jetzt haben wir schön viel Sand. Erde. Sehr schön, cool. Werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch gebrauchen. Auf jeden Fall wahrscheinlich. Klar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit meinte ich. Also werden wir eigentlich auf jeden Fall noch gebrauchen. Weil das brauchst du immer mal für irgendwas. Wolle haben wir einmal. Ah ja, wir haben jetzt eine Schaf abgeschlachtet. Washer-Style. Washen-Style, meinst du? Wie sagt man das? Keine Ahnung. Doch, Washen-Style, ne? Egal. Ganz ehrlich, da können wir auch mittlerweile alle mal rauspacken hier wieder. Das brauchen wir ohne. So, Zäune. Ich würde sogar erstmal fast ohne Zäune arbeiten. Mal gucken, wie das aussieht. Weil so viel Platz haben wir da auch nicht. Wenn wir da jetzt überall noch einmal einen Zaun drum bauen, verschwenden wir ja den ganzen Platz. Also, von daher. Machen wir erstmal ohne Zaun und gucken mal, wie das denn aussieht. So, und brauchen den Eimer. Der war da. Okay. Let's go. Yippie-yay. So. Oh, dieser Schaf hier. Okay. Weg, 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 weg. Du gehst auf den Sack. Weg, weg, weg. Sorry, wenn man auf den Sack geht, der wird abgesackt. Was? Oh. Das kann ich nicht beginnen, weil da geht halt nicht. Ey, wir haben gerade das Wasser teilweise. Perfekt. Moment mal, was? Ich kann sogar durch Erde durchgreifen? What? Ich kann doch gar nicht. Ich kann durch Erde durchgreifen. Lol. Okay, das ist ja mal interessant. Gut, ich meine, macht systembedingt auch Sinn, weil ich meine, das so zu implementieren, dass man nur durch fließendes Wasser durchgreifen kann, wäre ja noch schwerer.
Von daher einfach durch alles durchgreifen zu können, also quasi einfach die Greiflinie zu überprüfen, ob in der Richtung, wo man greift, irgendwo ein Wasserblock ist, ist einfacher als überprüfen, ob dazwischen auch noch normale Blöcke sind. Von daher macht es programmiertechnisch schon durchaus mehr Sinn, das so zu machen, wie es jetzt ist. Aber so denkmäßig natürlich so schon witzig. Intuitiv ist es auf jeden Fall nicht. So, das heißt, wir. Warte mal ganz kurz. Okay, da greift er nicht durch. Das heißt, die Kiste. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo genau das Wasser ist. Warte mal kurz, ist das richtig platziert? Eins, zwei. Nee, ist falsch platziert. Oder? Nee, doch, muss doch richtig sein. Eins, zwei. Eins, ja, doch, genau, doch, ist richtig platziert. Das heißt, Wasser müsste genau da sein. Aber er greift es nicht ab. Das heißt, die Kiste ist doch noch schneller. Aber so müsste ich das bekommen, ne? Ja, voilà, lol. Ist das witzig, Alter. Ha, geil. Ja, net to know, ne? Also, schön. Sehr schön. Gut, hätten wir das auch geklärt? Wir brauchen eine Harke. Da haben wir eine. Oh, Stein. Eigentlich hier noch eine. Mal gucken, wie wir jetzt noch reichen. So, ganz kurz gucken hier. Schon kaputt hier. Wow, die alten ja nicht sehr lange. Und weg ist er. Ja gut, ich glaube mal, brauchen wir doch noch ein paar. Hä? Wieso kann ich nicht ab? Ach, das ist eine Axt. Also hier eine Spitzhacke. Ist ja keine Hake. Gut, dann müssen wir doch noch ein paar bauen. Na, Stein. Haben wir zum Glück ganz viel noch. Brauchen wir noch ein bisschen Holz hier. So. Eins, zwei, drei, vier, ja. Vier brauchen wir auf jeden Fall. Warum habe ich hier zwei angefangene Äxte? Naja, egal. Ah ne, komm, ich sehe noch ein bisschen weiter. Sehr nice. So, hier machen wir es genauso. Könnte jetzt sogar noch ein bisschen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. So ungefähr. Brauche ich mal den Wassereimer? Habe ich ihn dabei? Nee. Ich könnte auch mit dem Wasser einmal mal hier unser Ding hier auffüllen, ne? Der nimmt nur eins in einmal. Ich dachte, der nimmt mehr. Oh. Ich dachte irgendwie, da passen vier Eimer oder sowas rein. War das nicht so, dass man da irgendwie wesentlich mehr Wasser reinmachen konnte? Interessant. Oh ja. Was soll's. So.
Okay, das können wir hier nämlich ein bisschen weiter durchziehen. Ja, bis hier ist es gut. Hey, ich sterbe. So, und hier machen wir so ab. Das Wasser flackert schon wieder. Ah ja. Immer das Flackern. Okay, haben wir doch weniger Haken verbraucht, als ich dachte. Naja, was soll's. So, jetzt haben wir hier ein paar schöne Felder. Hier könnten wir theoretisch sogar noch eins bauen, wenn wir irgendwann mal lustig sind. Bis wir hier noch ein bisschen weiter einbuchten und dann, ja. Aber ich glaube mal, zwei Felder reichen erstmal aus. So. Es ist natürlich nur blöd, dass das Wasser höher ist als das Feld. Das wird jetzt nicht so geil. Aber das Wasser muss halt auf der Höhe sein, wie die Felder sind, ne? Von daher geht's halt nicht anders. Ist halt ein bisschen dämlich gemacht in dem Moment. Aber gut. Was willst du machen? So, lass gucken. Was können wir einpflanzen? Was haben wir überhaupt? Wir haben hiervon noch mal ein bisschen was. Ich packe erstmal die ganzen Dinger hier weg. Du kommst noch da, du kommst noch da. Mehr brauchen wir. Ja, doch, du noch da. So, können wir Spitzhacke. Okay. Dann bauen wir natürlich auf jeden Fall Kartoffeln und Mohrrüben ein. Wir haben noch keine Mohrrüben? What the fuck? Okay, wir müssen auf Zombiejagd gehen, ne? Zombies geben uns ja Kartoffeln und Mohrrüben. Wir haben noch keine Mohrrüben? Der hä? Was soll denn hier los? Gut, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so einpflanzen können. Oh ne, mehr nicht. Die haben wir ja schon, die Melonen. Du kommst, by the way, mal hier mit hin. So. Wow. Wow. Das war's ja schon. Gut, na dann haben wir erstmal nur die beiden. Oh, es wird schon wieder dunkel. Was ist hier los? So. Würde ich mal sagen, bauen wir mal hier das Zeug an. Okay, wir brauchen definitiv mehr davon. Okay. Hier haben wir noch drei, genau. Hier haben wir gar nichts mehr. Nö. Gut. Achso, oh, hier haben wir auch noch ein Stack. Warum auch immer. Und hier haben wir nichts mehr. Okay. Gut, da werden die Kartoffeln auf jeden Fall nicht reichen. Ich werde gleich mal hier einen Happen essen. Sonst haben wir Probleme, wenn wir die Kartoffeln anbauen, dass wir die Hälfte davon aufessen. Dann machen wir ein bisschen Gammelfleisch. Gammelfleisch ist immer gut. Ist gesund. Wie wir halt keinen Schaden davon bekommen, ne? Er ist halt so dumm.
Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns in der nächsten Folge erstmal auf der Suche nach irgendwie so Dörfern oder sowas. Also bei Dörfern gibt es ja, glaube ich, auch so Felder mit Mohrrüben und Kartoffeln. Vielleicht finden wir da schneller welche, als wenn wir jetzt hier auf Zombiejagd gehen würden. Weil wir waren doch schon mal auf Zombiejagd, soweit ich weiß. Wir hatten ja da irgendwie, da hinten irgendwie ist eine Höhle. Und da war ja, glaube ich, auch. Ah nee, Quatsch, nee, da waren nur Spinnen drin. Ebenso, Zombies haben wir noch gar nicht gejagt, ne? Ja, das war's schon. Gut. Ja, das heißt, wir gehen dann auf jeden Fall mal ein bisschen spazieren. Na, gucken wir mal, wie Proviant. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen Proviant dabei. würde aber schon gerne noch ein bisschen mehr hier einpacken. Das zum Beispiel. Was kann man eigentlich hier raus machen? Kann man das auch einpflanzen? Ich gucke mal ganz kurz. Wenn ja, wäre das natürlich geil. Hier schon mal nicht. Also würden dann wahrscheinlich doch nur auf Feldern, oder? Oh mein Gott, das geht wirklich. Wow. Wieso kann ich vor mir bauen? Hier geht's nicht. Okay. Irgendwie so. Gut. Mal gucken, was daraus wird, ne? Wie nährreich die sind. Ja, das heißt, dann haben wir letztendlich denn hier dann wahrscheinlich einmal Weed. Hier dann diese komischen Beeren. Wobei ich hier fast lieber die Kartoffeln machen würde. Weil gerade die gebratenen Kartoffeln, die geben halt richtig Energie. Deswegen ist das eigentlich am wertvollsten. Da würde ich hier die Kartoffeln machen. Da dann die Mohrrüben und dann da hinten halt die Beeren. Dann haben wir vier Felder für verschiedene Fruchtsorten. Naja, also Lebensmittel. Sachen, die auf Feldern wachsen. Und dann haben wir halt noch unsere Melonen da vorne und hinten unser Kakao. Dann passt es ja. So, wir brauchen Schwert haben wir dabei. Verteidigen können wir uns also. Werkzeuge haben wir auch dabei, falls wir was abbauen unterwegs. Doch, wir sehen eigentlich gut gerüstet aus. Unser Eisen lassen wir mal hier. Das ist mir so wertvoll, als dass wir das mitnehmen und dann irgendwo verlieren, weil wir sterben. Den Wassereimer können wir eigentlich auch hier lassen. Ich nehme aber trotzdem mal mit, falls wir irgendwie Lava begegnen. Da können wir ein schönes Tauschgeschäft machen. Wasser wegwerfen, dafür Lava bekommen. Irgendwie so. Stein nehme ich mal mit, falls wir es irgendwo rausbauen wollen. Aber du kommst weg. Du kommst weg. Und du kommst auf jeden Fall auch weg. Ja, Stöcke haben wir auch dabei. Achso, falls wir uns Fackeln bauen wollen, ne? Haben wir Kohle, haben wir noch Fackeln? Haben wir keine Fackeln? Wir haben bloß die beiden, die wir dabei haben. Ist ja echt wenig. Ist ja gar nichts. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Nehmen wir uns mal ein bisschen hier so ein 10er-Stack hier Kohle mit. So, das sollte passen. Achso, siehst du, wir müssen am besten auch nochmal ein Bett mit. Damit wir eventuell nicht überschlafen können. Und da würde ich mal sagen, let's go. So, die Sonne geht in unsere Richtung. Das heißt, wir laufen der Sonne mal immer entgegen. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwann mal auf was kommen. Ich werde das auch einfach immer geradeaus laufen, ne? Ich meine, wir können natürlich auch mit den ganzen Steinen, die wir haben, so ab und zu mal ein paar so kleine Dinger machen. Damit wir sehen, wo wir lang gelaufen sind. Immer wenn wir aus der Sichtweite unseres nächsten Markierpunktes sind, werde ich mal so einen Steinblock setzen. Das. Das heißt hier zum Beispiel. Bam. So, und den, dass wir jetzt von da hinten gut aus gut erkennen können. Da haben wir so ein bisschen Orientierungshilfe.
Weil ich glaube, wir werden ein ganzes Stück laufen müssen, bevor wir irgendwie sowas finden wie, ja, eine Insel. Hier waren wir ja schon mal, ne? Wir sind da hinten hochgelaufen irgendwie, ne? Jetzt werden wir natürlich geradeaus weiterlaufen. Dachte man, er kennt den. Ja, da hinten ist er. Ist aber echt schwer zu erkennen. Naja, doch. Also wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann sieht man ihn. Aber. Aber machen wir hier hin. Von hier aus erkennt man ihn am besten, da hinten. Wir werden nie wieder zurückfinden, ist doch schon klar, ne? Also. Das Schöne ist, hier ist jetzt relativ weite Steppe. Und das heißt, und ich meine, wir wissen ja immer so ungefähr, wo wir hinlaufen müssen. Ja, das ist ja nur das, falls wir uns komplett verlaufen. Ah, gut, das ist aber sowieso verlaufen, also dann bringt uns das eigentlich auch nicht allzu viel. Vor allem, man erkennt die von Weitem gar nicht mehr, ne? Hä? Gott, da ist ja krasse Dinge gebaut. Was ist denn der? Ach, da. Okay, die werden doch wesentlich schneller kleiner, als ich dachte. Ich dachte, man erkennt die etwas länger. Da so zum Beispiel. Kauf. Von hier aus kann man die gut erkennen, also mache ich hier den nächsten Punkt hin und dann gehen wir einfach mal weiter. Ich dachte echt, die kann man ein bisschen besser erkennen. Oh ja. Dann halt nicht. Dann bringt der wirklich fast gar nichts. Wir werden das also definitiv hart verlaufen. So, jetzt sind wir hier in neue Gebiete. Hier waren wir noch nie. Da brennt schon wieder einer mit einer Alpha-Textur. Oh, Fleisch. Ich bin mal gespannt, wie lange wir laufen müssen, um neue Dörfer zu finden. Oder allgemein, um Dörfer zu finden. Okay, vorne kommt eine relativ große Schlucht. Sehr geil. Komm ich hier rüber? Nee, ne? Das natürlich. Blöd, ich werde mal hier vorne Markierungspunkt setzen, weil hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Ja? Das heißt, ich werde mal hier einen Punkt setzen. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Dann gehen wir auf die andere Seite wieder hoch und können wir dann da auch so einen schönen Markierungspunkt setzen. So, wir kommen jetzt hier ein bisschen hoch. Hier so. Nee, hier so. Komm. Oh, das Eisen. Oh. Ja, Flüsse sind immer schön für Eisen gut. Zumindest welche, die Steinwände haben. So, hier müssen wir jetzt wieder hochkommen. Da sieht doch beschissen aus hier. Weißt du was? Wow, was ist das denn für eine Aktion? So. Das ist alles Kacke hier. Verarschen? So. Hoch jetzt hier. Was ist denn bekloppt, wirst du da, ja? Ja. Feierabend jetzt hier. Oha. Da oben fliegt ein Stift. Und da ist auch schon die Wolkendecke. Tja,
ob wir hier irgendwie mal auf dem Dorf treffen. Vor allem, da kommen wir halt nicht im Leben lang, ne? Aber gut, da geht es ein bisschen weiter. Dann gehen wir mal so schräg an den Berg vorbei. Oh, da hinten ist Schnee. Bäh. Damit sinkt, glaube ich, wieder die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort einen Bauernhof finden. Also hier so ein Dorf. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in der nächsten Folge weiter an den Berg vorbei und dann gucken wir mal, ja, wie lange wir brauchen, um das nächste Dörflein, naja, wieso nächste, wir haben ja noch nie eins gefunden, um das erste Dörflein zu finden. Ich weiß doch gerade gar nicht, ob es in Minecraft 5 vielleicht gar keine Dörfer gibt. Das ist natürlich scheiße. Aber gut, das werden wir dann irgendwann sehen, wenn wir dann so nach 20 Folgen immer noch laufen und dann immer noch nichts kam. Dann wird ein bisschen blöd. Aber gut. Dann wäre es dem halt so. Okay, ja, das war's für die Folge. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.